Guten Morgen, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Fußpilz und es werden Wirkstoffgruppen alphabetisch vorgestellt und ich bin angekommen bei Imidazole äußerlich, danach kommt auch noch Imidazole innerlich. Und ich lese vor auf der Seite 37. Imidazole äußerlich. In niedriger Konzentration hemmen Imidazole das Wachstum der Pilze. In hoher töten sie sie ab. Sie wirken gegen viele Pilzarten gleichermaßen. So, das Ganze ist tiefgrün geeignet und es werden hier Imidazole vorgestellt. Bifonazol, Clotrimazol, Econazol, Ketoconazol, Miconazol, Serataconazol. Geeignet bei Pilzinfektionen der Haut wie Fußpilz. Die therapeutische Wirksamkeit von Bifonazol, Clotrimazol, Econazol, Ketoconazol, Miconazol und Serataconazol bei Fußpilzinfektionen ist ausreichend nachgewiesen. Wichtig zu wissen, nach dem Auftragen kann sich die Haut röten, brennen oder jucken. Nach dem Auftragen kann sich die Haut röten, brennen oder jucken. In sehr seltenen Fällen kann äußerlich aufgetragenes Miconazol die Wirkung geringungshemmender Mittel wie Phenoprocoumon und Varafin verstärken. Ich vermute, dann gibt es einen Bluterguss oder sowas. So. Für Schwangerschaft oder Stillzeit. Für die Anwendung in der Schwangerschaft liegen mit Clotrimazol die meisten Erfahrungen vor. In der Stillzeit dürfen Sie alle genannten Arzneien nicht auf der Brust anwenden, damit der Säugling die Wirkstoffe nicht mit der Muttermilch aufnimmt. Liebe stillende Mütter, kein Kamm mehr in den BH. Das Zeug ist für die Füße und Brüste will keiner mit Pilz sehen. So. Es geht weiter mit Imidazole innerlich.